Ja. RZ Raumfahrt. Angie, du musst mal warten. Nein, diese Woche nicht mehr. Also Quarantäne bis nächste Woche, Angie. Aber vor Ostern kommst du raus, Angie. Mhm. Nein, Markus kommt nicht nach Berlin. Der bleibt in Bayern, in München. Der hat es mir versprochen, dass er, solange du in Quarantäne bist, kommt er nicht raus, Angie. Mhm. Ja, Wladimir, nee, der hat noch nicht den Virus. Mhm. Nur Dennis, sein Arzt, der diesen Corona-Arzt ist von ihm. Dennis, genau, der hat den ja, genau. Und Igor, sein dritter Leibwächter. Mhm. Nee, um 10 Uhr nach dem Schwimmen kriegt er mal seine Ergebnisse. Mhm. Zweimal am Tag. Mhm. Genau, Angie. Mhm. Ach so, nee. Mhm. 5. Juli. Zum 17. Juli, wenn du Geburtstag hast, kannst du dich wieder mit deinen Freunden treffen. Mhm. Alles klar, Angie. Angie, ich wünsche dir was. Tschüssi. Bussi. Ciao. Oh, wunderbar, wunderbar. Wie gesagt, Raumflug erzählt, da war noch eben beschäftigt. Ja, ja. Wir gehen jetzt weiter. Willkommen, genau. Heute ist wieder der große Tag. Sofa steht schon da. Oh, darf ich schon sitzen? Ja, aber natürlich. Oh, ist das wunderbar. Genau. Okay. Setz dich. Oh, ich werde das auf jeden Fall machen. Wir gucken mal. Zu wem uns unsere heilige... Wohin gehen wir? Wohin gehen wir eigentlich? Ja, das sagt uns unsere heilige Kopfhörerin. Welche Richtung geht das eigentlich? Simone Westphal. Simone Westphal? Da lang. Simone Westphal. Oh, da lang. Oh ja, da lang. 1971 in Trier geboren. 1990 bis 1994 Kunststudium in Köln. 1996 bis 1998 freie Malerei in der HWK Saar. Oh, was haben wir hier? Unsere Einbuchmelderlack. Oh, ist schon wieder gewachsen. Ich muss mal resetten. Wollen wir da was in die klare Mauer stecken? Oh ja, unbedingt. Oh ja, oh, das unbedingt. Ist richtig. Sind da schon Briefe? Ja! Oh. Meiner? Okay, danke, danke. Meiner? Da ist Simone! Oh! Wie ist das denn? So? Willkommen, Simone! Oh! Na? Hallo, hallo! Hallo, Simone! Raumfahrt RZ, ja? Begrüß dich! Wir kommen mal rein. Wow! Wir greifen mal hier unsere... Wir haben uns heute was... einen Schutz vorbereitet. Das muss sein, ne? In diesem Zeit. Auf jeden Fall. Es ist kein Plexiglas, es ist wirklich ein gutes Glas, ja? Wir haben... Simone, du bist ja auch schon. Oh, ein Kussmund. Du bist ja schon sehr lange im Rechenzentrum. Ja. Du bist auch schon ein paar Mal umgezogen im Rechenzentrum. Ja, stimmt. Aber auf der gleichen Etage. Ja, ja, na, immer ganz oben. Die Kunst ist immer ganz oben, weil. Ja. Ist einfach so. Du musst erstmal rumgucken, was genau. Du alles hast. Das sind ganz viele neue Dinge. Ich weiß schon mal. Viel ja, ich sehe hier Figuren, ich sehe Bilder. Was sind deine letzten Werke, Simone, die du gemacht hast? Also mein allerletztes Werk ist dieses hier. Okay. Ich sehe gerade ganz viele, was er will. Ich erinnere mich so ein bisschen an den April. Wir sind ja heute im 2. April und ist ja wie. Die Sonne scheint, es regnet, es ist ein totales Wetterchaos, aber irgendwie sind die auch völlig ja, einheimelnd, wie man so schon sagt. Also, wer ist das? Wer so ist eine Schutzfunktion. So ein Kindchen mit einer Mutter, oder? Es ist eigentlich ein Vater und ein Sohn. Na, man weiß es nicht. Genau, ne? Aber was auch immer. Man weiß es nicht, der Regen. Ich mache halt ganz viele Regenbilder gerade, weil der Regen auch so was wahnsinnig Schönes hat. Und ja, die schöne Sache ist, dass eben auch der Übergang von figurativ zu abstrakt sehr spannend ist. Das gefällt mir sehr gut. Kraftfarbe. Ist das auch ein neues Bild? Ja, ist noch nicht fertig, genau.
Es ist am Werden sozusagen. Mhm. Und dieses Ocker und das Rot, das finde ich sehr, sehr interessant. Ich finde das total klasse. Oh ja? Irgendwie erinnert mich das hier unten irgendwie an so einen Autoscheinwischer. Immer wenn ich sozusagen durch die Stadt fahre und es regnet, ist das für mich immer eine extrem geniale Stimmung. Als wenn ich irgendwie, ich sitze im Warmen, im Trockenen, gucke raus in die Landschaft, alles ein bisschen diffus beim Vorbeifahren und man fühlt sich trotzdem total geschützt, geborgen und hat immer alles wie ein Märchen, wie eine diffuse Geschichte, die draußen stattfindet, wo man seine eigenen Gedanken komplett spielen lassen kann. Echt tolles Werk. Ja, es ist eine andere Wirklichkeit, ne? Ja, ja. Also wir leben ja nicht nur in dieser Wirklichkeit, wir haben ja ganz viele. Ja, ja, vor allem durch unser... Die verschwommene Wirklichkeit ist ja die interessantere. Ja, für dich, Simone, ist die interessanter, ja? Die verschwommene Wirklichkeit. Es kann auch sehr, sehr, es kann auch anders sein, ne? Natürlich. Es kann, aber du liebst diese Verschwommenheit also in deinen Farben. Ja, ich glaube, ich bin so. Ja? Ich lebe gar nicht wirklich hier. Du lebst gar nicht wirklich hier. Also ich bin in verschiedenen Wirklichkeiten unterwegs. Wunderbar, also du lebst in verschiedenen Parallelwelten, ja, auch, wie man das sagt. Naja, absolut, weil jede Wirklichkeit, die wird ja geprägt von der ganzen Geschichte, die wir haben. Also von unserem Leben, von, ja, von unserer Erfahrung. Auch Träume und na, ich hoffe das. Jetzt hier gerade oder, naja, es gibt ja ganz verschiedene. Also es ist selten, dass ich im Hier und Jetzt lebe. Also, das solltest du. Ja, das sollte man. Aber wenn du hier und jetzt lebst, ja, wie du das sagst, das solltest du, dann sagst du, ich möchte das aber verschwommen sehen. Also möchtest du gar nicht so ganz direkt zeigen, was du siehst, sondern alles durch einen so Filter? Oder ich glaube, dass Wirklichkeit nicht wirklich greifbar ist, sondern dass es gibt nicht nur eine. Also deswegen diese Bilder, es ist vielschichtiger, das, ja, was wir erleben. Das heißt, Wirklichkeit ist nicht nur mathematisch, sondern sozusagen... Es gibt nicht nur eins. Ja, ja. Nicht nur das, was wir sehen. Das ist doch viel zu einfach. Na, spätestens, wenn du mit anderen Menschen sprichst, hat jeder seine eigene Wirklichkeit auch. Nein. Gerade wenn man Meinung... Und wenn man selber schon so viele verschiedene Wirklichkeiten sieht, dann wird es ganz kompliziert. Ja, ja. Ja? Und du kriegst dann noch eine andere Meinung dazu. Ja. Ja? Dann wird es kompliziert. Dass du den Kussmund hast. Also wir sind geschützt auf jeden Fall, aber nicht vor der Farbe. Wir sind nicht vor der Farbe geschützt. Auch in diesen Zeiten sind wir nicht geschützt vor der Farbe. Wir bleiben kreativ. Ja, Simone, jetzt sind ja noch sowas wie Voodoo-Köpfe oder so. Ich kann mich erinnern, dass du irgendwie zwischen 2000... meinst du? Ja, ich kann mich erinnern, dass du zwischen 2000... Naja, also nee, drin, ich kann mich erinnern, dass du zwischen 2003 und 2005 in Amerika warst und in New Mexico und da das erste Mal gefilzt hast. Woher kam das? Ja, also ich hab angefangen mit Filzen, weil Malerei für mich also um diesen Prozess zu starten, muss ich irgendwie einen freien Kopf haben und freie Seele, keine Ahnung. Ich brauche Raum und mit kleinen Kindern ist es unglaublich schwierig für mich gewesen und deswegen habe ich noch anderen Möglichkeiten gesucht. Was heißt kleine Kinder? Du hattest ich habe zwei kleine Mädchen gehabt damals, jetzt sind sie schon ein bisschen größer. Okay. So, dann hab ich zum Filzen gefunden und dieses Filzen macht eine unglaublich, also ist eine unheimlich meditative Geschichte, durch die man auch in so eine kontemplative Situation reinkommt und es entstehen unglaublich lebensnahe Porträtfiguren. Und also hier ist zum Beispiel Andy Warhol. Ich habe dann mit dem Menno Feldhuis zusammen ein großes Projekt letztes Jahr beendet. Ich habe 17 früh verstorbene Künstler gefilzt. Und also da hängen auch noch zwei, der Keith Haring und die Diane Arbus. Genau. Die sind auch noch zwei. Genau. Achso, man kann sich übrigens als kleiner Einwurf sich erkundigen, um auch Kontakt aufzunehmen mit Simone unter www.simone-westphal.de. Und die ganzen Filzprojekte von Simone findet man, gerade dieses Projekt mit Menno Feldhuis, auch im Rechenzentrum Künstler, findet man unter www.thepostmortemfeldhuisclub.com. Ja, geht es noch kompliziert? Ja. Ja, aber das ist ein schönes Paar, muss ich sagen. Das ist ein sehr schönes Paar. Ja. Ist das jetzt Willem de Koning? Nein, das ist... Ich verwechsle ihn wahrscheinlich.
Nicolas de Stahl heißt er. Ist ein ganz bekannter Künstler auch gewesen. Okay. Ganz schöne Sachen. Malerei hat er auch gemacht. Malereien. Okay. Ich sehe hin gerade, dass die Figuren auch mal in New York, im Guggenheim waren. Ja, also die sind gewandert. Also darin ist praktisch auch der Gipfel unserer Idee geendet. Also die ganzen 17 Figuren sind nach New York tatsächlich gereist im Koffer. Und ich habe die dann vom Guggenheim Museum in New York praktisch ausgestellt. Also die Geschichte ist halt auch eine tolle, weil diese früh verstorbenen Künstler sind eigentlich alle an ihrem Einzelschicksal gestorben, dass die alle Einzelkämpfer waren. Jetzt haben die sich aber eben zusammengeschlossen als Figuren, als Filzskulpturen. Und sie wollen jetzt im Kollektiv, nämlich gemeinsam, ihren Erfolg nochmal auf der Welt probieren. Und ja, das ist fast so wie wir. Wir sind hier im Rechenzentrum und sind auch ein super Künstlerkollektiv, gerade in der vierten Etage. Da muss ich einfach nochmal rein. Wo ist alles angefangen? Genau, wo ist eigentlich das Rechenzentrum? Das ist in Potsdam, in der Dortestraße 46. Googelt einfach Rechenzentrum Potsdam und kommt alle in die vierte Etage, wenn ihr dürft. Unbedingt. Genau. Ja, es entstehen hier auch wirklich einige gemeinschaftliche Projekte, sehr schöne. Ich mache auch mit dem Tim Rolofs gerade zusammen ein Projekt. Das ist hier unten, die Collage, das ist ganz neu. Diese Collage und das hier, was das man das sieht. Das große fand ich gut hier. Ja, und da ist halt die Idee, und das wird auch weitergehen, da kommen die Puppen halt in diese Kulisse mit rein. Das sieht jetzt noch ein bisschen roh aus, weil das erst am Werden ist, aber das wird eine ganz tolle Geschichte. Genau. Und Simone? Mhm. Frau Simone Westphal? Yes. Das ist fertig? Nein, das ist noch nicht fertig. Das ist ein... Und was hast du damit angefangen? Sollen wir vielleicht zusammen was... okay, jetzt weg. Hast du Farbe? Ja, na klar. Hast du Farbe? Hast du Pinsel? Ja, hast du Pinsel? Guck mal hier, meine schöne Palette. Hast du Terpentine, unser Elixier? Nee, Terpentine. Unser Lebenselixier? Gibt kein Terpentin. Okay, das macht nichts. Die Pinsel werden irgendwann zur Spachteln sozusagen. Natürlich. Ja, genau. So ist es. Also, ich finde es sowieso eine wahnsinnige Konstruktion. Das hatten wir auch noch nicht dabei auf dem Foto, oder? Ach so, nee, ja, ich bin auch am Verbinden. Also meine beiden. Fotografieren wir mal vorne. Ich bin meine beiden Techniken am Verbinden. Also diese Puppen, die ich gemacht habe, möchte ich jetzt auch eben in Regenbildern malen. Und ja. Ach, die möchtest du auch, sag mal, in deinen verschiedenen Wirklichkeiten differenziert darstellen? Okay. Ja, ich male die auch ohne Regen, aber ich male sie auch mit Regen. Hat hier hinten hier die Nassotheken zum Beispiel auch Fritz hier ermordet? Ja, genau. Das ist mit einer Filzmale ist der ermordet worden, der Fritz. Also sozusagen, und warum? Und warum? Tja, jetzt musst du dir selber denken. Okay. Ich kann ja nicht die ganze Arbeit dem Betrachter abnehmen. Okay. So, ich weiß ja nicht, wie du malst, wie du das machst mit deinem, aber ich denke. Habt ihr einen Keller? Habt ihr einen Keller? Liegt mir auch schon mal. Wieso? Komm. Oh. Ich trage das immer noch vor mir. Es ist aber schwierig, um so zu arbeiten, muss ich ehrlich sagen. Ja, es ist schwierig. Okay, gib mir den Pinsel. Ah, du hast den kleinen. Was habe ich denn für einen Besen? So, auf geht's. Okay, wir wollen arbeiten. Also ich gehe gleich mal ins Orange. Ja, ja. Warum eigentlich nicht? Das ist so schön, wenn man mal zusammen ein Kunstwerk macht. Das hat eine ganz andere... Guck mal, die zwei sind schön zusammen. Ja, Jan ist da immer sehr direkt. Die macht es immer einfach. Guck mal, die zwei zusammen sind, finde ich super. Es geht mir in dieses Dunkle rein. Also so unfertige Bilder finde ich auch immer sehr interessant. Oder überhaupt Übermalungen, ne? Das sind auch immer schön. Auf jeden Fall. Oder? Eigentlich sind die viel. Guck mal, jetzt habe ich hier so ein. Guck mal, jetzt komme ich dir in die Quere, weil das ist ja auch die Idee.
unbedingt. Okay, okay. Du hast die Blautöne. Dann würde ich mal sagen, dann. Ja, so schnell kann man ein Kunstwerk. Aber zusammen macht es auch immer Spaß, hä? Doch, irgendwie. Mhm, total. Sollten wir öfter machen. Ja, ich komme wieder, Simone, ja, ich komme wieder. Wir sollten eine ganze Reihe machen. Na, vielleicht können wir was zusammen machen in der nächsten Zeit, weil das ist ja sowieso ein bisschen so, wir sind ja ein bisschen... Okay, das ist ja schon echt anders aus. Anders? Anders? Naja, ich war. Guck mal, ich habe mir gerade sozusagen die Bilder noch betrachtet und auf einmal. Schwupps. Ja, ja, jetzt fangen wir an, ein bisschen richtig zu arbeiten. Jetzt kommt der April rein. Guck mal, jetzt muss ich. Blau mit dem Orange finde ich auch immer sehr schön. Wir können es hier oben schon dunkel lassen. Na, du machst den Regen wieder rein, natürlich. Ja, Simone kommt mit dem Regen und ohne Regen. Ach so, ja, zur Randinformation einfach noch. Simone Westphal ist auch Berufskünstlerin. Man kann ihre Werke alle käuflich erwerben, es sei denn, sie möchte es nicht, aber eigentlich habe ich noch bisher nicht gehört. Und wie gesagt, ihr guckt einfach unter www.simone-westphal.de. Und nehmt einfach mit Simone Kontakt auf. Gerade in der heutigen Zeit ist es für jeden Künstler wichtig, dass er ja, auch Kunst verkauft. Und ihr habt ja gesehen, es sind verschiedene Werke, Größen vorhanden. Das heißt, es ist für jeden was dabei. Ich mache auch Auftragswerke übrigens. Auch Auftragswerke macht sie auch. Und die E-Mail-Adresse ist info@simone-westphal.de. Hä? Simone, wie ist deine E-Mail-Adresse? Nee, simone@simone-westphal.de. Okay, googelt sie einfach und dann findet er sie. Meine persönlichen Lieblinge noch, muss ich das sagen, die habe ich noch gar nicht erwähnt, sind diese Enten. Die man hier oben sieht, ja, die Gründe. Oh ja, klopft. Warum finde ich sie toll? Weil Enten sind schon immer freie Tiere, können fliegen, können Wasser, alles, haben eine tolle Stimme, das ist eine Atmung. Aber, genau, aber sie gehen der Sache auf den Grund. Wer hat heutzutage noch die Zeit, der Sache wirklich auf den Grund zu gehen? Man wird von allen Seiten beeinflusst, von Medien, von Menschen, von allem Möglichen. Aber die Enten sind die Tiere, die der Sache in wahrheitlich komplett auf den Grund gehen. Tolle Werke, kann ich euch nur empfehlen, meine persönlichen Lieblinge, unter anderem. Aber jetzt gehen wir mal weiter zu dem Gemeinschaftsbild. Oh, das wird ja hier tatsächlich noch ein Regenbild. Ich möchte euch bitten, so langsam, ja. Zum Ende zu kommen. Mein Kaffee geht langsam auch zum Ende. Wir brauchen vielleicht auch eine. Man sieht schon langsam den Grund. Ihr habt noch eine Minute Zeit und ihr wisst, ohne Kaffee geht hier gar nichts. Kann der Papst nicht reden. In diesem Sinne, beeilt euch, ich will gar keinen Druck machen. Aber. Hier, jetzt hast du die Striche aufgenommen, ne? Das ist cool, oder? Okay, Simone. Du dürftest noch signieren. Bam! Okay. Genau. Zack. Einfach zack und dann gucken, ne? Ja, ah, der war gut. Ich muss das davor. Ach nee, jetzt habe ich den Pinsel davor gehalten. Jetzt muss ich nicht mehr wohnen. Simone, es war uns eine Freude. Es war. Es war uns eine Freude, Simone. Wir danken dir. Ja, mir auch. Und, schön, dass wir vorbeigekommen sind. Ja, schön, dass wir dich besuchen durften. Und wir wünschen dir noch einen tollen Tag. Komm gut durch diese Zeit. Und danke und
Euch da draußen, lasst es euch gut gehen. Vergesst die Kunst nicht, vergesst die Künstler nicht. Wir freuen uns, dass ihr demnächst uns da ausstürmt. Und bis demnächst. Also ich finde, ich habe jetzt so richtig Lust bekommen, weiterzumachen. Ja, ich komme schnell wieder. Wir machen das schnell wieder, weil eine Minute, das ist ja wirklich, das ist drangsaliert. Das geht gar nicht. Okay, Simone. Adios. Adios. Es war wunderbar. Nicht zu machen. Das war eine Schau. Lass dich euch gut gehen. Raumfahrt, ja, jetzt rein zum Kaffee und ja. Kunstleber hoch. Genau, lass es gut gehen. Kaffee ist alle, doch? Stopp.